und auf Wiedersehen. Die goldene Kamera für Dr. Hugo Portisch. Und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen geben Zeugnis vom Erfolg und den journalistischen Leistungen des Hugo Portisch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Zur Freude seines Publikums ist es ihm wie keinem anderen gelungen, journalistisch immer wieder neue Kapitel aufzuschlagen. Aufregend war es immer, hat der Journalist Hugo Portisch seine Erinnerungen in Buchform genannt. Die einstigen Kollegen und langjährigen Freunde, der Historiker Oliver Rathkolb und der Journalist Heinz Nussbaumer, sind zu Gast, um ihn zu eben diesen Erinnerungen zu befragen. Seit den frühen 50er Jahren als Journalist tätig, zählt Portisch zu den Größen dieses Metiers. Hugo Portisch, 14. Er war Chefredakteur des Kurier, initiierte das Rundfunkvolksbegehren, war Chefkommentator des ORF und gestaltete zahlreiche Dokumentationen im In- und Ausland. 1981 beginnt er die Arbeit an Österreich 2, einer historischen Dokumentarfilmreihe, die ihrerseits in die Geschichte eingehen wird. 1989 folgt Österreich 1. Auf der Suche nach dem wahren Hugo Portisch. Wo ist eigentlich deine große Liebe gewesen? Beim Kommentieren vor der Kamera, beim Reden in ein Mikrofon, beim Recherchieren? Wo bist du wirklich seelisch am meisten zu Hause gewesen? Eigentlich überall bei den Dingen. Ich habe das alles mit großer innerer Freude gemacht. Und es war eigentlich immer das Gleiche. Es war etwas zu erfahren, etwas selbst zu erleben, etwas selbst zu verstehen, etwas Vorgänge zu selbst zu verdauen und selbst zu erklären und dann herauszugehen und sie umzusetzen, ob in einem Leitartikel oder in einem Vortrag oder vor der Kamera, wo immer. Das ist mir ab dann hat es mir alles Spaß gemacht, eins so wie das andere. Es war mir ganz außerordentliche Chancen gegeben, nicht? Es hatte nicht jeder diese Chance, das zu machen. Also es war auch viel Glück dabei, dass man das sein Leben so und sein Berufsleben so gestalten konnte. Ich glaube, es gibt keine auch im deutschsprachigen und internationalen Bereich vergleichbare historische Dokumentationsserie wie Österreich 1 und Österreich 2. Können wir mal in die Gründungsphase zurückgehen? Wer hat eigentlich die Idee für diese wirklich sehr, sehr spannende und auch sehr prägende Serie gehabt? Das war der Gerd Bacher, der damalige Generalintendant des ORF, knapp nach der Rundfunkreform eigentlich, nicht? Das ist im Gespräch entstanden, wir haben darüber gesprochen. Ich habe mich, glaube ich, gerade sehr aufgeregt über den Nachholbedarf in unserer Betrachtung der Rolle Österreichs im Zweiten Weltkrieg. Das hat uns ja sehr beschäftigt um die Zeit, weil es war die große Frage, inwieweit ist Österreich verantwortlich für das mitverantwortlich zu machen für das, was damals geschehen ist, nachdem die Hitlertruppen einmarschiert waren. Und wir hatten ja große Probleme gleich nachher. Und überhaupt in der ganzen Zeit war das ein Problem, das wie ein Damoklesschwert über uns gehangen ist. Österreich als erstes Opfer Hitlers und sonst nichts. Und da hat er die Idee gehabt, rekonstruieren wir mal die österreichische Geschichte. Er wollte aber nicht das Jahr 38 rekonstruieren, sondern überhaupt die junge österreichische Geschichte. Was ist mit diesem Land passiert seit 1945? Thank you.
das war ja ein Riesenprojekt. Hattest du da schon ein riesiges Archiv zur Verfügung oder wie schaut das im Bildmaterialsbereich aus? Das ist eine richtige Frage, eine wichtige auch. Ja, ich habe gesagt, ja, das machen wir doch nicht. Kam also zu uns nach Hause, in unser Studio, zum ZBF, das machen wir. Da ich jetzt schauen wir mal, was wir als Archivmaterialien haben. Muss ja viel da sein, nicht? Und also erste Anlaufstelle war der ORF selber. Ich sage, bitte, was habt ihr denn im Archiv an Filmen über die Zweite Republik? Hat sie gesagt, ja, wir haben nichts. Wir haben eine kleine Filmrolle, eine einzige kleine Filmrolle, so ungefähr 35 Minuten. Und darauf ist alles zusammengeklebt, was wir haben. Sonst haben wir nichts. Ich sage, also, wie werden wir die Geschichte der Zweiten Republik rekonstruieren, ohne Filme? Ja, also, wer war da? Die Besatzungsmächte waren da vom ersten Augenblick, insbesondere die Sowjets. Den Sowjets angesucht, sofort bei der sowjetischen Botschaft. Bitte, bitte, Zulassung durch die Sowjets, haben sicher was gefilmt. Kein Archiv zulassen in die Sowjetunion, ist nicht mehr gegangen. Dann haben wir bei den Amerikanern sehr großartige Hilfe gehabt. Jeder amerikanische General hat ein Filmteam mitgehabt. Die haben ja Gott sei Dank nicht nur den General gefilmt, sondern auch die Österreicher ein bisschen und so. Also es war schon einiges da. In England haben wir dasselbe gehabt. Die waren auch, aber es war mühsam. Das Wichtigste wäre gewesen die Sowjetunion. Und da hatte der Rief einen, der kannte den Chefkameramann der sowjetischen Streitkräfte in Österreich. Der hieß Anatol Koloschin. Ich sagte, vielleicht finden wir den noch in Moskau. Und wir fanden ihn in Moskau. Und der hat sich sehr eingesetzt für uns, aber auch vergeblich. Für eine ausländische Filmfirma darf ich nichts machen. Die Schwierigkeiten mit den russischen Archiven sind Thema einer zufälligen Unterredung mit Bundespräsident Rudolf Kirchschläger. Dieser bietet an, sich bei einem kommenden Staatsbesuch in der Sowjetunion für Portisch einzusetzen. Ende Mai 1982 trifft Kirchschläger in Moskau ein. Er wird von Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev persönlich empfangen. Mit auf der Tagesordnung hat Kirchschläger die Bitte um Zugang für Hugo Portisch zu den russischen Archiven. 10 Tage später ruft er mich an und sagt, komm zu mir, komm zum Bundespräsidenten Kirchschläger. Sagt er, also ich war in Moskau und sie sind dazu gesessen, wie es üblich ist. Da sitzen die Sowjets und da sitzen wir und Brezhnev. Und wir gehen also die ganze Agenda durch, die wir gehabt haben. Und ganz zum Schluss sage ich, Herr Präsident, da hätte ich noch eine Bitte. Da gibt es ein Filmprojekt vom ORF. Da sagt er, schon bewilligt. Ruft den Koloschin an, sagt, du, der Bundespräsident, sagt er, ich weiß schon bewilligt, hat er schon gewusst. Schon, aber für mich war das ja, also wir hatten dann Zugang zu den Sowjetarchiven. Es war übervoll mit österreichischen Dingen. Es haben viele sowjetische Kameraleute haben gefilmt, noch während des Kriegs, beim Einmarsch der Sowjets in Wien. Es war also ein Schatz, den wir gehoben haben. Aber mich hat es trotzdem gewundert, dass eine kleine Station in einem kleinen Land will einen kleinen Film drehen über den sowjetischen Einmarsch und über die sowjetische Besetzung. Und da sagen alle Nein von oben bis unten, da kannst nicht dazu. Und dann kann nur der oberste Chef im Lande, nur der kann es bewilligen, sonst niemand. Das ist Diktatur. Deswegen, ja. Niemand traut sich Ja zu sagen. Niemand, alle sehen es ein, dass das eigentlich gar nichts gegen einzuwenden ist. Aber nur er kann es aufheben. Nur wenn er die Verantwortung übernimmt, trauen sich alle anderen auch. Das ist schon sehr, sehr bezeichnend. 30 Jahre Zusammenarbeit und Freundschaft verbinden Hugo Portisch mit Kameramann Sepp Riff. Riffs unübertreffliches Gespür für den richtigen Moment hat seine Bilder auch international bekannt gemacht. Diese eingespielte Zusammenarbeit wird sich auch bei den Geschichtsserien Österreich 2 und Österreich 1 bewähren, wo Sepp Riff auch für die Restaurierung historischer Filmmaterialien verantwortlich zeichnet und dadurch deren Ausstrahlung im Fernsehen ermöglicht. Seine Bemühungen sind ein großer Teil des überwältigenden Erfolges der beiden Serien. Als erste Anerkennung bekommen Portisch und Riff 1983 die Goldene Kamera verliehen. Kannst du mal beschreiben, wie so eine
Dokumentation wirklich dann entstanden ist? Wie war so ein bisschen der Produktionsablauf? Also das Erste war, dass wir nicht gewusst haben, was hat sich abgespielt in dieser Zeit. Da war zu rekonstruieren, was hat sich abgespielt, und zwar datumsmäßig, von einem Tag zum anderen. Was hat sich alles ergeben? Was hat das Sowjetelement getan? Die Amerikaner, die Österreicher. Ja, alles atemberaubend. Und wo kriegt man den Einsicht? Und wir haben also zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Art und in dieser Dichte Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Nächsten Tag in der Früh ist ein Meldereiter herübergekommen, der ist an der Grenze hin und her geritten mit einem Pferd. Bei uns im Haus rundherum die großen Panzer. Dann haben wir gedacht, na ja, jetzt sind wir besetzt und die bringen uns eh alle um. Nicht? Achtung, Achtung, hier Luftschutzsender Wien, wir bringen in Abständen Luftlagemeldungen. Das waren die Bomben, die damals auf Wien gefallen sind, also zu Zehntausenden Stück. Keine Detonation, sondern nur dieser starke Wind und Luftdruck. Also nach den Bombenangriffen wurden die Toten zusammengesammelt und mit den Sargwagen der Straßenbahn zum Zentralfriedhof gebracht und wurden hier in Massengräber beigesetzt. Wir haben fast überall Augenzeugen gehabt, die uns geschildert haben, wie es vor sich gegangen ist. Und wir konnten dann lesen, was andere gedacht haben. Da haben wir großartige Entdeckungen gemacht. Unter den Zeitzeugen ist auch der ehemalige Außenminister Karl Gruber, dessen Erinnerungen die Existenz eines bis dahin nicht bekannten Dokumentes enthüllen. Der Außenminister der Regierung Renner, der allerersten österreichischen Bundesregierung, hat gesagt, ja, gibt es ja noch irgendwo so ein Papierl, das wir alle unterschrieben haben. So, was für ein Papierl? Er sagt, ja, da haben wir uns gegenseitig ausgestellt, die Vollmacht, dass wir immer im Falle der Russen uns vollkommen besetzen, im Fall es einen kommunistischen Putsch gibt und es ist irgendeiner von uns im Ausland, darf er sofort eine Exilregierung bilden, erzählt mir der Gruber. Wir haben natürlich sehr gehütet, dass irgendwas in die Öffentlichkeit komme, weil wir ja den Optimismus der Bevölkerung nicht zerstören wollten. War immer die Gefahr, dass sie die Flinte ins Korn werfen und sagen, die oben backen ja schon oder sind beim Weglaufen und beim Flüchten. Das war eine sehr, sehr delikate Geschichte. Du hast der Republik und den Österreichern und Österreicherinnen wirklich auch eine Art visuelles Gedächtnis hier hinterlassen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil leider die staatlichen Archive das nicht produzieren konnten, was du und dein Team zusammengetragen habt. Das freut mich sehr, dass überhaupt das audiovisuelle Gedächtnis der Nation, das ist nicht selbstverständlich gewesen. Wir sind nach Moskau, das haben wir also dann mit der Hilfe von Koloschin und im sowjetischen Archiv hunderte Meter und tausend Sachen gefunden, haben angerufen, die Russen waren bereit, aber nur gegen Geld. Und wie wir gesagt haben, was kostet das, haben sie einen horrenden Vertrag verlangt für alles. Und ich sage, wieso kommt ihr auf die Idee, so viel zu verlangen? Selbst die amerikanischen Privatarchive, die sehr teuer waren, waren billiger als die Russen. Und ich sage, ja, wir können nachher nicht kontrollieren. Ihr sagt, ihr wollt die Senderechte für Österreich und Südtirol haben. Aber weiß Gott, wo die Materialien enden. Wir haben keinen Apparat, der uns sagt, wo das endet. Sie verkaufen das nach Amerika oder weiß Gott wohin. Wir können ihnen nur die Weltrechte verkaufen. Und das hat Millionen gekostet. Und ich rufe den Gerd Bach an und erzähle ihm das. Sag ihm, du, es ist unglaublich, was da an Materialien ist. Austriaker, die nie wieder gefunden werden von jemandem von uns, die nie wieder wird jemand Zugang haben, nie wieder wird einer das finden können. Aber das ist irrsinnig teuer. Sagt er, wie viel? Sag ihm, also, das, was ich allein gestern hielt, kostet 1 Million. Sagt er, bewilligt, kauf's. Marschall Fjodor Iwanowitsch Tolbuchin, hier in seinem damaligen Hauptquartier bei der Planung des Vorstoßes nach Wien. Hinter der Offensive steht große Politik. Die Sowjets wollen nicht nur Berlin, sondern auch Wien erobern, ehe die westlichen Alliierten heranrücken. Die deutschen Truppen werden überrollt, viele gefangen. Der Weg nach Österreich ist freigekämpft. Da haben wir großartige Entdeckungen gemacht. Eine der größten Entdeckungen gleich am Anfang. Ich bekomme einen Stoß von Bildern aus Amerika und schaue mir das an. Da heißt es, österreichische Kunstschätze ausgeladen im Hafen von New York aus einem amerikanischen Schiff. Und dann haben wir den Gruber damit konfrontiert. Und der hat dann das, ja, natürlich, erinnere mich ganz klar, war eine Absprache zwischen dem Renner, Raab,
Fiegel, Helmer und mir. Helmer war der Innenminister, ich war der Außenminister. Diese fünf Leute, nur wir fünf haben das gewusst. Ich habe gesagt, was machen wir in dem Fall, wenn die Kommunisten putschen oder es bricht der Krieg aus? Und wir machen eine Exilregierung im Ausland. Wie wird die überleben? Und darauf sind wir auf die Idee gekommen, schon einmal für den Fall des Putsches und des Kriegsabbruchs, werden wir alle wertvollen Kunstgegenstände aus den Wiener Museen rechtzeitig wegschaffen. Das machen wir aber gleich. Und schicken sie als Dank für die Schweizer Kinderhilfe gleich nach dem Krieg, schicken wir sie nach Zürich. Also so wie man sagt, was machst du mit deinem Geld? Schicke ich sie in die Schweiz, wenn der Krieg ausbricht. Die Kunstwerke aus Wien bleiben nur circa ein Jahr in der Schweiz. Dann folgen Belgien, England und Norwegen. Die als Schutzmaßnahme gedachte Verbringung der Kunstschätze wird in Ausstellungen im europäischen Ausland zu einem großen Erfolg. Bis im Jahr 1950 der Koreakrieg ausbricht. Jetzt kommt der Krieg auch nach Europa. Und da sind die Kunstgegenstände nirgendwo sicher in Europa. Und sind zu den Amerikanern gegangen, haben gebeten, ob die Amerikaner bereit wären, die Kunstgegenstände nach Amerika zu bringen. Weil sie haben sich nicht getraut, sie auf Mal zu schicken, ohne Versicherung. Warum haben sie sie nicht versichert? Ja, es war kein Geld da. Aber die Amerikaner haben uns versprochen, sie bringen sie rüber mit einem Kriegsschiff. Das ist ganz gut bewacht, es kann nichts geschehen. Lloyds, die größte Versicherungsgesellschaft der Welt, hat sich geweigert, die Kunstschätze zu erschwinglichen Prämien zu versichern. Sie sind zu wertvoll. So sind sie unversichert über den Atlantik gekommen. In New York werden sie in Gegenwart des österreichischen Botschafters in den USA, Kleinwächter, entladen und von den Museumsdirektoren in Empfang genommen. Während der ganzen Besatzungszeit waren die besten und wertvollsten Kunstgegenstände aus allen Wiener Museen draußen im Ausland, in Amerika. Dann kamen sie zurück und wurden auch noch nicht nach Wien gebracht, weil noch war der Staatsvertrag nicht unterzeichnet, sondern da haben sie nur bis Tirol gebracht, haben sie noch in Tirol gehalten, noch bis der Staatsvertrag da war. Viele ausgewiesene Dokumentations- und Filmexperten bewundern die Dramaturgie deiner Dokumentationen. Was ist das Geheimnis? Was steckt da dahinter? Ja, da habe ich auch ein großes Glück. Mit dem ganzen Team habe ich ein Riesenglück gehabt. Der Gyuri Shebestein, ein ungarischer Schriftsteller in Österreich, ein Flüchtling des Jahres 1956, hat fürs Burgtheater Dramaturgie gemacht auch. Und ich treffe den Jury und sage, kannst du mir helfen mit der Dramaturgie? Sagt er, aber sehr gerne. Und da habe ich gleich von Jury schon gelernt auch. Jetzt kommt eine Stelle, die ist schwer verständlich. Die musst du sehr genau erklären. Da ist eine große Anforderung an den Seher und Zuschauer. Nachher muss etwas kommen, wo sich sein Hirn ausruhen kann. Ja, habt ihr was vom Burgtheater, habt ihr was von der Oper? Staatsoper und Burgtheater sind zerstört. Das Ausmaß der Vernichtung lässt daran zweifeln, ob sie je wieder aufgebaut werden können. Doch in den Ruinen finden sich die Sänger und Schauspieler der früheren Ensembles ein und sind entschlossen, wieder zu spielen. Einerlei wo. Die Philharmoniker hatten sich mit Brahms deutschem Requiem vom Dritten Reich verabschiedet. Jetzt kommen sie mit dem Österreicher Schubert und dem Russen Tschaikowski wieder, unter demselben Dirigenten. Clemens Kraus. Ein junger Burgschauspieler, Oskar Werner, war Ohren- und Augenzeuge dieses ersten philharmonischen Konzerts. Also ich kenne dieses Konzert. Clemens Kraus hat dirigiert, da durfte noch, da waren doch auch alle dann also belastet, also, aber da durfte noch, also Gott sei Dank, der Sohn des Erzherzog Eugen und der Prima Ballerina Lili Kraus war eben der, der also die österreichische Kultur will vertreten. Wir sitzen dort und oben in der Loge sitzt der kahlgeschorene Paul Hörbiger. Plötzlich erkennen ihn die Wiener. Stehen auf, bringen eine Ovation. Er steht da auf ihn zu, fängt bitterlich zu weinen. Legen sie so auf die Brust und zeigt ihm das. Also wir haben alle mitgeheult. Er hat überlebt, der Volksschauspieler, also der Gerard unserer Zeit.
Und wo muss man den Seher entlasten? Und wo muss man sehen, jetzt kommt es ganz heikel, jetzt kommt eine große politische Aussage. Die muss man ganz genau steuern, damit es auch klar ist, dass das jetzt eine große politische Aussage ist. Kannst du dich noch an ein besonders außergewöhnliches Interview erinnern, wo dir die Luft weggeblieben ist? Ja, ein Interview mit dem Heinrich Dürrnmayr, den die Sowjets eingesetzt haben, als obersten Polizisten. Die Verfolgung von Kriegsverbrechern hat Priorität bei den Alliierten. Von der österreichischen Staatspolizei wird Kooperation erwartet. Ihr Chef seit Mai 1945, der Kommunist und ehemalige politische KZ-Häftling Heinrich Dürrnmayr. Es hat ja auch gegeben Leute, wo die Besatzungsmächte von sich aus Österreicher sich geholt haben. Was ist da überhaupt gelaufen? Schauen Sie, wenn es mir zweckmäßig erschien, wo ich der Meinung war, dass jemand zu Unrecht verhaftet wird, habe ich interveniert. Aber wenn irgendein Kriegsverbrecher sich geholt haben, warum nicht, holt sich ihn. Da war ich desinteressiert. Bei Kriegsverbrechern, da war ich hart. Denn schließlich, ich habe nicht die ganzen Jahre verbracht. Ich habe was erlebt unter den Nazis. Ich war ein Jahr lang in Gestapohaft, ein Jahr lang in Volksgerichtshofhaft. Und dann habe ich welche Lager, die schwersten Lager, Flossenbürg, Auschwitz und Mauthausen. Also ich habe Rechnungen zu begleichen gehabt. Bereits vor der Veröffentlichung offizieller Kriegsverbrecherlisten gelingt Dürrnmayr die Verhaftung von Maximilian Grabner, dem Leiter der politischen Abteilung im NS-Vernichtungslager Auschwitz. Das Verhör wird auch in der Wochenschau gezeigt. Maximilian Grabner. Maximilian Grabner, Sie waren Chef der politischen Abteilung des Lagers Auschwitz. Jawohl. Grabner, was wissen Sie über die Judenliquidierungen? In Auschwitz wurden doch die Juden von fast ganz Europa liquidiert. Ist Ihnen das bekannt? Jawohl. Wie viele Leute wurden zu dieser Zeit, also in diesen 3 Jahren, in Auschwitz liquidiert, hingerichtet? Alles in allem, vergast, erschossen? Nur ungefähr 800 bis 1 Million. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich dem Mann den Gericht übergebe, ohne viel Umschweife, eines Tages war er halt verschwunden. Helm hat mich kommen lassen. Dürrnmayr, was haben Sie mit dem Grabner gemacht? Sag ich gar nicht. Ich habe eine strenge Untersuchung eingeleitet, wieso er verschwunden ist. Aber bis jetzt habe ich noch keine Spur. Und ein paar Wochen später ist er vor einem polnischen Kriegsgericht gestanden, wurde natürlich zum Tod verurteilt. Und das war noch eine Schikane, die sich die Polen ausgedacht haben. Der Galgen wurde in Auschwitz vor seinem Gebäude, wo er gearbeitet hat, als Leiter aufgerichtet und dort wurde er gehängt. Also er hat das Ende gefunden. Er konnte nicht mehr amnestiert werden. Nach dem Krieg war ja ganz harte Anti-Nazi-Gesetzgebung hier. Man Kriegsverbrecherlisten, 3 lange Kriegsverbrecherlisten, die Österreicher als Kriegsverbrecher da. Es wurden auch Volksgerichte eingerichtet, die sehr harte Urteile gefällt haben. In Österreich wurden sie auch zum Tod verurteilt. Und glaube ich, 33 Leute wegen Kriegsverbrechen zum Tod verurteilt. Die wirklich schuldig waren, denen man es nachweisen kann, der geht in aller Schärfe vor. Dafür ist aber das Land frei von jeder Schuld. Wir sind ja picken geblieben bei den Argumenten, wir sind unschuldig, weil wir sind Opfer Hitlers. Wir haben keine Mitschuldigung gesagt, das geht nicht. Wenn wir einen Befreiungsschlag wollen, muss eine Regierungserklärung her, die endlich richtig stellt, ja, wir waren dann Opfer Hitlers, aber es waren auch da und wir haben getan und wir haben das und das. Und wir müssen mit dieser Legende aufhören. Als 1985 der in Italien als NS-Kriegsverbrecher inhaftierte Walter Reeder in einer Nacht- und Nebelaktion nach Österreich heimgeflogen und noch dazu von FPÖ-Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager per Handschlag begrüßt wird, beginnt sich die Decke des Schweigens über der österreichischen Beteiligung an den NS-Verbrechen ein wenig zu heben. Die verschwiegene Kriegsvergangenheit des ÖVP-Bundespräsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim löst öffentliche Diskussionen aus und zeigt die diesbezügliche Spaltung in der Gesellschaft. In- und ausländische Medien tragen zur weiteren Polarisierung bei, die sich in Protesten und Demonstrationen beider Seiten zeigt. Waldheims ungeschickte Verteidigungsstrategie tut das Übrige. Im Jahr 40 war ich bei der deutschen Wehrmacht eingerückt als Soldat, wie hunderttausende Österreicher auch, die ihre Pflicht erfüllt haben. Das möchte ich auch hier feststellen. 1986 wird Kurt Waldheim als Bundespräsident angelobt. Die emotionalisierte, jetzt erst Rechtsstimmung im Land
bringt Waldheim in die Hofburg und ermöglicht den Aufstieg des Rechtspopulisten Jörg Haider, der die Führung in der FPÖ an sich reißt. Haider, der sich als Anwalt der unbedankten Kriegsgeneration ausgibt, bedient sich mitunter auch deren Rhetorik. Sie wissen sehr so gut wie ich, dass die österreichische Nation eine Missgeburt gewesen ist, eine ideologische Missgeburt. Kam der ORF zu mir und hat gesagt, der Haider hat schon wieder Sprüche von sich gegeben. Bitte komm mal rein, mach heute Abend einen Kommentar und räum das weg, dieses Schreckgespenst. Dieser Haider musst du mit deinem Kommentar verurteilen. Ich ging in den ORF, der diensthabende Redakteur war der Robert Hochner. Und der sagt mir auch, also wir müssen über den Haider sprechen. Nein, ich werde nicht über den Haider sprechen. Ich werde das anpacken bei der Wurzel. Ich werde sagen, Schuld daran ist, dass wir nicht klar sind in dieser Frage. Es passiert etwas, das praktisch das gesamte Österreich, alle Parteien mit Ausnahme der FPÖ, alle Organisationen, die Kirche plötzlich sagen, halt. Das geht nicht mehr. Was ist da passiert? Unser Land als solches, unsere Regierung als solche hat keinerlei prinzipielles Bekenntnis zu der damaligen Zeit abgelegt. Immer noch in der Sorge, immer noch in der Angst, ja, wir beziehen unser Selbstverständnis als Österreich daraus, dass wir vom Hitler überfallen worden sind, dass dieses Land ausgelöscht worden ist und dass es daher keinerlei Verantwortung trägt. Am nächsten Tag hat die Presse einen ganzen Leitartikel dazu geschrieben, ungeheuer, das ist vollkommen richtig. Die Arbeiterzeitung hat Stellung genommen, gesagt, wie ein Staatsmann, und da ruft mich dann der Bundeskanzler an. Nein, Bundeskanzler Fralinski schreibt mir einen Brief und schreibt in dem Brief, sie tun mir sehr Unrecht, weil ich habe das immer schon vertreten. Und ich schreibe ihm zurück, habe gesagt, ja, das haben Sie vertreten, wenn Sie eine Synagoge eingeweiht haben oder eine jüdische Volksschule eingeweiht haben oder irgendein, dann haben Sie das gesagt. Österreich hat Mitschuld gehabt, aber als Regierungschef nie und als Parteichef nie. Und da hat dann der Bundeskanzler Fralinski gesagt, eigentlich haben Sie recht. Und er hat dann die Rede gehalten im Parlament. Viele Österreicher waren an den Unterdrückungsmaßnahmen und Verfolgungen des Dritten Reichs beteiligt, zum Teil an prominenter Stelle. Über eine moralische Mitverantwortung für Taten unserer Bürger können wir uns auch heute nicht hinwegsetzen. Wir bekennen uns zu allen Taten unserer Geschichte und zu den Taten aller Teile unseres Volkes, zu den Guten wie zu den Bösen. Und so wie wir die Guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir uns für die Bösen zu entschuldigen. Von da an ging dann alles. Da wurde der Fonds eingerichtet, der Wiedergutmachungsfonds. Es wurde dann selbst die Zwangsarbeiter entschädigt. Es wurde das Jüdische Museum gegründet. Es wurde ein Holocaust-Denkmal geschaffen. Es ging dann alles. Es war ein echter Durchbruch. Toskana. In ihrem Haus zwischen Pisa und Florenz verbringen Traudi und Hugo Portisch einen Großteil der Zeit. Das alte verfallene Bauernhaus hat geduldig auf seine Entdeckung gewartet. Wir sind zu Freunden gefahren und haben Freunde besucht. Und mein Mann hat darauf gesagt, das ist ja traumhaft schön. Das ist kein Wunder, dass ihr hier ein Haus habt. Wollt ihr eins? Hat der Schreiner gesagt, wollt ihr eins? Die Traudi hat gesagt, ja. Traudi hat sich immer schon Häuser angeschaut. Dann sahen wir dieses Haus und da hat der Hugo gesagt, um Gottes Willen, das ist eine Ruine. Und ich habe ein altes Bauernhaus. Und ich habe schon gesehen, was man daraus machen könnte. Der Bauer hat uns dann hierher geführt und hat gesagt, der Graf verkauft das nicht und der ist auch nie da. Der Graf war da und das war ein Wunder. So, und er hat gesagt, ja leider, dieses Haus ist nicht zu verkaufen, das gehört meinen Kindern. Aber natürlich könnte ich sie fragen und morgen könnte ich es ihnen sagen. Und in dieser Nacht habe ich die ganze Zeit gedacht, hoffentlich werden die Kinder da einverstanden sein. Mein Mann hat, glaube ich, die ganze Nacht gedacht, hoffentlich nicht,
Ja, absolut. Nein, wir haben gesagt, hoffentlich kommt der morgen. Es wäre entsetzlich, wenn morgen in der Früh um 10 der Graf vor der Tür steht und sagt, ihr könnt das haben. Ich sagte, was mache ich bei deinem Haus 1000 Kilometer von Wien entfernt? Nicht eine Sekunde. Vor 24 Stunden wäre überhaupt sowas nicht mehr eingefallen. Das wirklich Ausschlaggebende für den Bau des Hauses war ein Misthaufen, der im Hof dort vorne gestanden ist. Und auf dem Misthaufen war lauter Brennnessel. Und mitten unter den Brennnesseln waren so große Parasole. Und diese Parasole waren, nie mehr haben wir solche Parasole gefunden. Eine weitere Leidenschaft des Ehepaares Portisch sind Schwammerln. Die Toskana bietet auch dafür ideale Bedingungen. Hugo Portisch produziert auch sein eigenes Olivenöl, freilich von ganz besonderer Qualität. Wir haben an die 500 Olivenbäume, nur 250 tragen jeweils, weil sie geschnitten werden müssen, alle 2 Jahre. Und die 250 geben 1 Liter Öl pro Baum her. 1 Liter Öl. Das ist eine ganz besondere Olivensorte, eine der besten Italiens und damit der Welt natürlich. Und trägt eben nicht viel, maximal 10 Kilogramm pro Baum. Und das ist gerade genug, um uns selbst und unsere Freunde zu versorgen damit. Ich erinnere mich an ein Gespräch, da hast du gesagt, von all deinen Arbeiten war das Herz am meisten bei Österreich 1 und Österreich 2. Es war irgendwie die Krönung deines Lebens, hast du gesagt, als Journalist. Warum eigentlich? Ja, weil es eigentlich mein eigenes Leben war, die Rekonstruktion meines eigenen Lebens. Meine Damen und Herren, mit Österreich 1 beginnt der ORF eine Sendereihe, die der Aufarbeitung der Geschichte der Ersten Republik gewidmet ist. Das Begräbnis Kaiser Franz Josefs. Ein letztes Mal offenbaren sich dabei Glanz und Prunk der Habsburger Monarchie. Mit dem Tod des alten Kaisers zerreißt 1916 das letzte Bindeglied der zahlreichen Volksgruppen Österreich-Ungarns. Der junge Kaiser Karl wird der letzte Monarch des sterbenden Vielvölkerstaates sein. Zu sehen in der ersten Folge von Österreich 1. Was mir auch sehr gut gefallen hat, dass du auch das Ende der Monarchie mitgenommen hast. Ja, natürlich. Ja. Unsere wirklichen Wurzeln waren noch in der Monarchie. Das war auch nachzuweisen, absolut. Das Ende des Ersten Weltkrieges lässt die staatliche alte Ordnung zusammenbrechen. Der Zerfall der Monarchie zeichnet die Karte Mitteleuropas neu. Denn auch im Haushalt fehlt es an Heizmaterial. Eine Familienration an Kohle kann, wie uns der Kameramann anschaulich vor Augen führt, von einem 4-jährigen Knaben leicht nach Hause getragen werden. Paris wird zum Zentrum der Agitation der Exilpolitiker der einzelnen Nationalitäten. Sie kämpfen um Anerkennung und wollen nach dem Sieg über Österreich-Ungarn ihre eigenen Nationalstaaten gründen. Auch in Wien rufen sie nun nach der Republik, nach einem eigenen Staat, analog der neuen Staaten aller anderen Nationalitäten der bisherigen Monarchie. Die Bevölkerung ist aufgerufen, die Übernahme der Regierungsgewalt in Ruhe zu gewährleisten. So marschiert man geordnet über die Ringstraße zum Parlament. Dort wird am 12. November 1918 die Republik Deutsch-Österreich ausgerufen. Was waren für dich eigentlich die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser wirklich sehr, sehr erfolgreichen Serie Österreich 1 über die Geschichte der Ersten Republik? Also das war eine Überraschung für mich. Wir haben alles recherchiert, wie bei Österreich 2 auch. Wie war das wirklich? Und wir waren unter dem Eindruck, also dass Österreich war niedergeschlagen, ein sehr armes Land, große Arbeitslosigkeit. Und die Armut hat also gemeinsam mit dem Nichtglauben an dieses Land bewirkt, dass Österreich dann niederlag. Und wir haben genau das Gegenteil herausgefunden. Es war ein reiches Land. Es war 2 Drittel oder sogar mehr als 2 Drittel der gesamten Industrie der österreichisch-ungarischen Monarchie war auf österreichischem Boden. Und dann hat sich herausgestellt, dass, ja, es war die Überproduktion. Die Nachfolgestaaten haben alle hohe Zollmauern gebildet. Wir haben das alles produziert, aber wir konnten es nicht verkaufen. Und das Geld wurde von den Banken selbst herausgeschleppt in neuen Staaten, in die Tschechoslowakei, nach Polen, wurde dort investiert, weil in unserem eigenen Land war es nicht sicher.
Und so haben wir selbst beigetragen zur Verarmung und zur Not in Österreich. . 2013 sitzt Hugo Portisch wieder in der Maske. Der ORF hat sich 18 Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folgen im Jahr 1995 zu einer überarbeiteten Neuauflage der Erfolgsserien Österreich 2 und Österreich 1 entschlossen. Ein junges Team des Kultur- und Informationsspartenkanals ORF 3 arbeitet an der technischen und inhaltlichen Aktualisierung. Auch die pointierten Kommentare Hugo Portischs werden neu aufgezeichnet. Österreich 1 und 2 ist meines Wissens nach die einzige, auch internationale Serie, die nach so langer Zeit noch einmal mit neuen Kommentaren, auch technisch neu gestaltet, so erfolgreich auch vom Publikum angenommen wird. Wie erklärst du das? Ja? Ja, das habe ich mit Freude gemacht und nicht einmal darüber nachgedacht. Also, so muss es sein. Es muss von seiner Patina befreit werden und es muss für ein neues Publikum anders formuliert werden. Hugo Portisch, oftmals auch als Geschichtslehrer der Nation bezeichnet, ist mittlerweile selbst zum gefragten Zeitzeugen geworden. In seinen bislang 90 bewegten Lebensjahren hat Portisch Zeitgeschichte hautnah erlebt, erfahren und beschrieben. Ein Erfahrungsschatz, den er gerne an jüngere Generationen weitergibt. Das war eigentlich die Idee des Chefs von ORF 3, dem Peter Schöber, dessen Sendephilosophie dieses neuen Senders ist ja Information und Kultur. Und zur Information hat das ganz wesentlich dazugehört, Geschichtswissenschaft und geschichtliche Betrachtungen aufzuarbeiten. Und dass das zuallererst die österreichische Geschichte betreffen muss, bevor man in die Geschichte anderer Staaten übergeht und Europas und der Welt, war ihm bewusst. Und er hat die Idee gehabt, das zu renovieren. Und der Generalintendant Frabert ist da voll mitgegangen, hat das abgedeckt und hat auch die Mittel zur Verfügung gestellt. Und das ist also in diesem Tandem-Verfahren durchgeführt worden. Eine Geschichte, die natürlich uns jetzt sehr in die Gegenwart bringt, ist die Entwicklung 1988, 1989. Wie hast du eigentlich diese Zeitenwende erlebt? Ab welchem Zeitpunkt war für dich klar, der eiserne Vorhang, die Berliner Mauer zerbrechen? Erst bei der Berliner Mauer, nicht? Also, das war ja eigentlich auch der Anfang, nicht? Ja. 28 Jahre nach Beginn des Mauerbaus in Berlin beginnt 1989 der eiserne Vorhang durchlässig zu werden. Ein Ereignis, das selbst Hugo Portisch nicht zu seinen Lebzeiten erhofft und erwartet hätte. Was niemand für möglich gehalten hat. Das Symbol des eisernen Vorhangs, die Berliner Mauer, fällt. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl spricht am 22. Dezember 1989 anlässlich der Wiedereröffnung vor dem Brandenburger Tor. Wir wollen Frieden, wir wollen Freiheit, wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten. Und dann sah man, dass das auch überall Wirkung hat. Niemand hat, auch die Tschechen, die Ungarn, die Polen, haben ja erst langsam nachgedacht, wie geht es da? Es galt ja darum, pro-sowjetische Regierungen abzulösen dort, nicht? In Wirklichkeit waren sie auf gutem Fuß mit den Sowjetregierungen. Es war schon der Gorbatschow selber, der diese Auflösung verkündet hat und selbst gemacht hat. Ich habe ja dann, wir waren ja live dabei, wie der Gorbatschow im obersten Sowjet gesprochen hat und im obersten Sowjet erklärt hat, dass wir die Staaten freigeben müssen. Das ist nicht gut für die Sowjetunion, ein koloniales Imperium beizubehalten. Der Fall der Symbole der Sowjetmacht und die Demontage der Ikonen des Kommunismus in den Staaten des ehemaligen Ostblocks markieren das Ende des Kalten Krieges und den Beginn einer neuen Ära in Europa. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus hat es in Amerika geheißen, das Ende der Geschichte ist erreicht. Freiheit, Demokratie haben sich durchgesetzt, weltweit. Es ist doch anders gekommen. Warum eigentlich?
Ja, das im Gegenteil, die Geschichte ist fleißig weitergegangen. Europa ist auch sehr weiter marschiert. Es hat sich sehr viel bewegt und es hat eine starke, natürlich, es war nicht kein Ende, sondern es war ein großartiger Anfang. Es war eine totale Revolution, ein Zusammenbruch. Ein halbes Weltreich ist zusammengebrochen und hat uns ein schweres Erbe hinterlassen. Weil das sowjetische Imperium hat auf einmal alle seine Völker freigegeben. Die wollten jetzt auch frei sein. Aber sehr interessant. Wir haben gesagt, no, man muss ihnen helfen. Herein mit ihnen in die EU, in die Europäische Union. Und da werden sie so mitbauen. Sie sind ja Europäer, sie werden mitbauen, Europa. Und das Gegenteil war der Fall. Die haben natürlich nicht Europa als Idee vor sich gehabt. Sie Freiheit, aber nicht Europa als Vision. Du hast 1989, als der eiserne Vorhang zusammengebrochen ist, hast du eine atemberaubende Serie gedreht. Hört die Signale. Ja. Die Geschichte der Sowjetunion, die Geschichte ihres Aufstiegs und ihres Versagens. Ja, es hatte ein großes Glück. Wirklich ungeheuer tüchtige Helfer gehabt. Nicht? Anatol Koloschin war Chefkameramann der Sowjetarmee in Österreich. Einige Jahre lang, sprach Wienerisch, nicht, und hat uns geholfen, in alle Archive zu kommen. Also es war ein heiles Vergnügen, da durch Russland zu fahren und überall Leute zu finden, die bereit waren zu sprechen, die Dinge zu erklären. Die Familie Chruschtschow ist mit uns hinausgefahren an das Grab von Chruschtschow. Die Tochter von Chruschtschow hat sich vor das Grab von Chruschtschow gestellt und hat uns erklärt, welche Sorgen Chruschtschow hatte. Es war ein offenes Land, es war überraschend. Der Zerfall der Sowjetunion hat vieles ermöglicht, was 40 Jahre zuvor bei Hugo Portischs erster Reise 1951 in die Sowjetunion noch undenkbar gewesen wäre. Der übermächtige KGB hatte Portisch immer im Auge. Bist du ein Zielobjekt von Geheimdiensten gewesen in besonderer Weise und hast du das auch gespürt und dich entsprechend benommen? Die Geheimdienste in Moskau sind Physiognomisten, die kennen dein Gesicht noch bevor du herkommst. Und die lassen dich überall durch, weil sie genau wissen, wer du bist und mit wem du kommst. Und wir sind auch anstandslos auf den Roten Platz gekommen, sind neben dem Mausoleum, wo die oben gestanden sind, der Chruschtschow und der Gromyko und die alle gestanden sind. Und wir sind unten gesessen und ich habe vielleicht eine kleine Kamera mitgehabt und habe alles fotografiert, alle Waffen, die vorübergefahren sind. Und habe nicht gewusst, dass das eigentlich nicht gestattet war. Und dann am nächsten Tag komme ich herunter von die Stiege im Hotel. Unten steht eine Dame und sagt, guten Morgen, Herr Portisch. Sag ich, guten Morgen. Sagen Sie, ich heiße Alexandra. Sag ich, ja, freut mich sehr. Sag ich, ich bin Ihre Dolmetscherin. Mhm. Sag ich, was? Ich habe keine Dolmetscherin bestellt. Ja, ich bin Ihre Dolmetscherin. Ich werde Sie von nun an auf Ihrer Reise begleiten. Und von diesem Moment an war die Alexandra bei mir bis zum Ende der Reise und ist jeden zweiten Tag berichten gegangen, was ich tue und was ich sage und so weiter. Eine ganz verbissene Kommunistin, sehr gescheit, ungeheuer gut gebildet, hat also immer gewusst, wie man übersetzt. Also wörtlich heißt das so und so. In Deutschland haben sie den Heinrich Heine, der hat das da gesagt in derselben Richtung. Oder Goethe hat das gesagt in dieser Richtung. Also ungeheuer gebildet, sehr, sehr. Und es war ein Vergnügen mit ihr, aber sie war ganz, ganz. Also wie gesagt, diese eisernen Vorhang und so weiter. Und sie schaut doch aus wie ein KZ. Ich gesagt, aber Herr Portisch, lassen Sie es uns jetzt sagen. Wir sehen in eurer Gesellschaft ein KZ, nicht in unserer. Und so ist es gegangen die ganze Zeit. Der Journalist Hugo Portisch, Moderator, Kosmopolit und Kommentator der Zeitgeschichte, hat über 70 Jahre lang das Weltgeschehen in seiner unnachahmlichen Art verständlich in die österreichischen Wohnzimmer gebracht. Portisch ist heute vor allem eines, er ist neugierig geblieben. Danach gefragt, ist er immer noch gerne bereit, aktuelle Geschehnisse in ihren Ursachen zu analysieren. Wenn man dir zuhört, kreuz und quer über die Welt, dann wird es irgendwie begreiflich, dass so eine Erfahrung nie aufhört. Dass du noch heute jeden Tag in aller Früh schon BBC hörst und die verschiedenen Kurzwellendienste, dass du noch immer in diesen Nachrichten lebst und sie mit deinen Erfahrungen abgleichst.
Also, mein, ist ein Vergnügen. Ohne das könnte ich ja nicht gut leben. Eben. Ja. Wir erleben jetzt diese unglaubliche Flüchtlingswelle. Ja. Ganz im Gegensatz zu dem, was jeder von dir sagen würde, der toleranteste Mensch, den es gibt und so, sagst du im Fall dessen, was jetzt in Syrien passiert, im Irak passiert, sagst du, und ich zitiere dich wörtlich, man muss den IS mit der Wurzel ausrotten. Richtig. Das ist eine Mörderbande, eine Mörder, die alle menschlichen Gesetze gebrochen hat und täglich weiter bricht. Die bringen Menschen um, nicht nur Christen, auch eigene und alle, die ihnen nicht passen, bringen sie um. Sie sind Kriegsverbrecher, sie sind nach allen Regeln der Gerechtigkeit der Welt sind sie zu bekämpfen und umzubringen. Dafür ist man früher mal jederzeit in den Krieg gegangen, um so etwas sich nicht gefallen zu lassen. Und ich sehe nicht ein, dass die demokratischen Armeen, die es gibt in Europa und in Amerika, dass wir sind Berufsarmeen, die sind verpflichtet, Schaden von uns fernzuhalten und Schaden von der Menschheit fernzuhalten, dass die sich nicht aufraffen und zu einem einzigen strategischen Plan und dorthin marschieren und diese wegputzen dort. Hugo Portisch hat Afrika und den Nahen Osten mehrfach bereist und das Potenzial des schwarzen Kontinents erkannt. Auch hat er in den 1970er Jahren einen persönlichen Beitrag zur Beseitigung des Bildungsnotstandes geleistet und eine Journalistenschule in Nairobi mit eingerichtet. Die Vernachlässigung Afrikas seitens der industrialisierten Länder hat maßgeblich zur Entstehung fundamentalistischer Gruppen beigetragen, ist Portisch überzeugt. Beizutragen, diese Entwicklung umzukehren, sei auch für Europa überlebenswichtig. 1 Milliarde Menschen werden in Afrika danach streben, nach Europa zu kommen. Es wird der bevölkerungsdichteste Kontinent sein überhaupt. Und jetzt schon kommen Tausende und Zehntausende. Wie werden wir damit fertig werden? Ja, wenn Europa noch seine Sinne beisammen hätte und funktionieren würde, die Europa jetzt einen Marshallplan für Afrika. Wir müssen das machen für Afrika, was Amerika für Europa getan hat. Das heißt, wir, die Amerikaner, erkannt haben, Europa ist halb zerstört. Zerstört oder beinahe ganz zerstört. Wir müssen Europa retten, damit wir uns selbst retten. Weil wenn Europa nicht gerettet wird, wird es sowjetisch und wird eine große Bedrohung. Und wir müssen sagen, wir müssen Afrika retten, damit wir Europa retten können. Weil wenn wir es nicht tun, werden 1 Milliarde Afrikaner nach Europa kommen wollen. Und wir wissen, was eine Flüchtlingskrise jetzt schon ausgelöst hat in Europa. Und was wird sie dann auslösen? Werden wir dann schießen? Werden wir dann einen Krieg führen gegen die Flüchtlinge? Es ist, wir müssen etwas Gemeinsames tun. Und Afrika eine Hoffnung geben, allen Menschen in Afrika über Nacht eine Hoffnung geben. Jetzt wird Afrika aufgebaut, mit Hilfe der Europäer, auf allen Ebenen mit Hilfe der Europäer. Dann würden sich sehr viele überlegen, ob sie weg wollen. Die meisten würden nicht kommen. Hugo, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, es ist ein schöner Schluss. Du warst grandios. Du warst, ja. Danke. Danke, danke. Gegenwärtig hat Hugo Portisch seine Lebens- und Arbeitserinnerungen in einem Buch verarbeitet. Gegenwart, so sagt man, sei der Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Was die Zukunft bringen wird, weiß niemand. Weiß auch Hugo Portisch nicht. Aber den Rückblick aus der Gegenwart fasst er in einem Satz zusammen. Aufregend war es immer.